Wir können direkt anfangen jetzt mit dem ersten Video, was die Leute geschrieben haben, mir empfohlen haben. Mal ist nur einmal im Jahr vom Rohat. Es ist ein Vlog. Schau ich rein, 12 Minuten 52. Ist eine stabile Vloglänge. Diese Uhr 50 bei Max gibt's 500. I like when your face is beat. But I like when your makeup on. Tight dress enticing me. But I wanna see you take it off. Stay high. Scheißhaus, sehr wichtig. Super. Warum zwei? Wie unnötig ist das? Oh, das wird ein Pferd aus verdammte Scheiße, Mann. Ey, da kann man echt kochen, ne? Hier draus kann ich eine Bombe haben. Einmal Dora an seinen Schlafplatz. Das ist perfekt, wie so eine Familie. Ey, Mann, er spielt so eine dumme Karte, die spiele ich auch. Er will so weg, so. Nein, ich kiff nicht. Dieses Kiffer-Image. Im Vlog sagt er, daraus kann ich eine Bombe bauen. Drittmorgens hier, Dings, Essen. Das ist. Hier sind zwei Betten. Was ist das für ein hässliches Bild? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe so ein hässliches Bild in meinem Leben noch nie gesehen. Das ist wirklich geisteskrank. Direkt verletzt. Oh. Ihr seht ja, wie sportlich aktiv ich bin. Das heißt, ich werde am Sonntag sehr gut performen. Welcher Tag ist heute? Du musst doch vielleicht drücken, oder? Och, Digga. Mama, erzähl mal bitte, wie unsere Wette ablief. Digga, halt die Fresse, Mann. Wir haben eine kleine Wette, by the way. Ich sage, wir kommen um Punkt 20.05 Uhr an und Amar sagt 20.06 Uhr. Wer näher dran ist, 20 Subs. Es ist genau 20 Uhr, das heißt, ich habe die Subs gewonnen. Wir haben sogar noch vor 10 Minuten von 20 auf 40 Subs erhöht. Digga, piss dich jetzt. Das ist Miki, ja. Okay, Bro, ist so wettsüchtig. Tassos, unabhängig davon, dass die Nachricht von dir kommt, kann man nicht ernst nehmen, weil du bist, glaube ich, derjenige, der wirklich in Tipico am meisten einen Schein macht. Du hast wahrscheinlich auch schon auf Dinge gewettet. Du wusstest nicht mal, was für eine Sportart das ist. Tassos, deswegen danke, dass du da bist. Aber die wetten wirklich um alles. Bro, bei denen im Leben, es geht alles nur noch um Subs. Glaubst du, ich schaffe morgen das Frühstück zu machen? Ah, ich glaube nicht. Wollen wir um 10 Subs wetten? Lass um 10 Subs wetten. Fahrt rein, wir fahren. Wir haben nur auf Miki gewartet, Digga. Schau rein, Miki. Hä? Digga, das ist doch nicht Miki hier, Digga. Digga. Wer ist denn Miki? Miki ist so ein rothaariger Vetter. Den ja, müsste man eigentlich erkennen. Hast du deine Nummer? Smirnoff Eis, Alter. Oh, Krawalldöschen gibt's da. Nimm mal davon vier mit. Wir füllen jetzt Rohr an. Ich hatte Erfolg, ja. Erste Nacht. Oder weiß ich, wie einfach war. Ich schwöre sogar. Und dann auch aufzubauen, machen wir jetzt ein zweites Glas. Ey, Rohat, ich schwöre, du brauchst ein zweites Glas. Ich schwöre sogar. Hä, warum macht er jetzt so? Digga, was ist hier los? Produziert hier Drake oder was? Verdammte Gin! Wo ist der Gin-Man? Wo ist der Gin-Man? Achso, by the way, was die Leute nicht wissen, ne? Der Bre und ich haben sozusagen Big Saucer erfunden. Ne! Ja. Das ist eigentlich der reale Big Saucer. Gib dir mal Credits, Bro. Folgt dem Dreh auf Instagram. Ja, ja. Der jetzt bei Rohat dabei ist, ist es ein Homie aus so seiner Vergangenheit oder macht der auch irgendwas quasi auf YouTube oder Twitch? Ist einfach nur ein Kollege, oder? Er hat ja gerade eben meinen Ofen ausgenutzt. Krank. Alter Willi. Ist aber auch geil. Vor einer Woche sieht man irgendwie so auf Instagram, ja, so deutsche Nationalmannschaft. So Willi ist dabei, auch im Video so auf seriös. Adidas Trikot, Adidas Hose. Und jetzt eine Woche später Willi auf 20 Promille auf Mallorca. Ja, ich habe Adidas gesagt, weil ich habe mich korrigiert, Chat. Wenn man sich innerhalb von einer Sekunde schon korrigiert, dann zählt es nicht mehr als Versprecher. Hä? Ich würde Amar geben, wenn ich eine Frau wäre. Würdest du? Ja. Was ist denn hier los, Digga? Check mal den Ausblick. Mir ist der Drug jetzt nicht negativ, der Bulle weiß, ich smoke. Geil aus. Jo. Das Wichtige im Leben ist, dass man die wichtigen Sachen nicht vergisst. Yo, das. Ja, das. Ja, das riecht nach Scheiße, Mann. Es reicht doch. Warum so nah? Willst du noch mit mir auf Toilette kommen? DJ, DJ Buddy. Noch einmal. Hört man uns? Das ist ja völlig hängen geblieben. Ich bestell 20 noch Perignon. Du gering Verdiener. Yeah.
Bro, was macht Omid da? Ey, Omid, wir sind von der Kategorie hinten stehen und jubeln und ja, Kopf nach unten, dass niemand sagt, ey, mach du mal. Bro, bei uns kann da was sofort schief laufen. Schulter aus Kugel, Arm brechen. Omid, wir sind dafür nicht zuständig. Das weiß doch jeder. Ja. Wer war das, Digga? Aber warte mal, stopp, was? Was bestellst du? Wo ist meine Taucherbrille? Welcher Hundesohn war das, Digga? Was war's jetzt? Wir waren im Crack-Club, der war schlecht. Dann laufen wir morgen früh. Der Älteste in dem gesamten Club war ein 15-jähriger Spanier. Also ey, warte mal. Wer war der Älteste von der gesamten Gruppe bei dem Eli-Event? Mickey? Ich glaube, Mickey ist der Älteste, oder? Amar? Ist Amar älter als Mickey? Bro, niemals, oder? Ich glaube, Mickey war der Älteste. Mooba? Wie alt ist Mooba denn? Der ist doch nicht 32 oder so, oder? Mark Eggers, stimmt. Das unterschätzt man. Mark ist ja auch schon 37 mittlerweile, ne? Das sieht man ihm aber auch gestört nicht an. Mark Eggers war der Älteste, ja. True. Er hat den Elternzettel gehabt für die ganzen Fortnite-Pros, die dabei waren, ne? Freeze hat er genau reingepasst, seine Altersgruppe. Dieses Ding hier, saved Leben. Schaut euch meine Schuhe an. Wie neu. Ah, okay. Warum geht ihr nicht einfach rein? Wenn ich überlege, dass Mark 36 ist und Ron 23, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin da schon oft in meinem Kopf durchgegangen, so verschiedene Rechnungen. Und ich finde es auch krass, dass Mark Gebauer gleich alt ist wie Monte und wie Knossi. Ich meine, die trennen ja nur wirklich jetzt so ein Jahr, also deswegen schiebe ich es mal so auf gleich alt. Wenn man sich überlegt, dass Mark Gebauer und Marcel mal in derselben Klasse gewesen sein könnten damals auf der Realschule, Bruder, das ist ehrlich Gänsehaut, Mann. Der war doch Frühstück. Bruder denkst du, wir waren da wach, wir haben verschlafen. Das war beide, ja. Mir geht's super. Ich bin zerschmettert. Guten Morgen, gebt euch die View. Boah, ehrlich schön. Ey, ehrlich schön. Ich meine, die waren jetzt wahrscheinlich da so am Ballermann auf Mallorca, wo halt alle Touristen sind. Mallorca hat so geile Fincas, die man sich holen kann auf Airbnb, die, auch wenn man es durch 6 teilt, wirklich bezahlbar sind. Das ist der beste Urlaub, den du machen kannst. Schon so oft gesagt, fliegst hin, gehst einmal zu Aldi oder Lidl einkaufen, packst alles ein, eine Woche schön in der Finca mit einem Pool oder so. Einfach da genießen, ein bisschen rumfahren, Mallorca noch so erleben. Geil. Bro, wer, ich habe eine Frage. Wer ist der Kollege? Der muss auch ein Kollege von Roman sein, oder? Kalle? Okay, und Kalle ist Mod von Eli. Ach so, ist ein Mod von Eli. Oder der ist ja anders. Er ist ja ehrlich dann MVP, hä? Der könnte locker Streamer sein, oder nicht? Er ist einfach Mod. Ist auch geil, wenn das mal rauskommt. Ist er? Ach so, er ist Streamer. Alter, ich kann das auch, Digga. Oha, aber echt gut. Na, hat er. Ich sag euch ehrlich, man kriegt selten 40er Verein. Boah, wildes Haus, Alter, wilder Pool innen drin. Das Haus war riesig, oder? Das sind Kartons. Digga, wie geisteskrank ist das hier bitte? Ich ernähre mich gesund. Großes verschissener Reis, Mann. Hast du eigentlich dein Instagram-Passwort verloren? Das ist gar nicht gepasst. Was meinst du mit das? Bein an Bein? Ey, ich hatte den Spritverbrauch den Berg hier hoch. Das hat mich überhaupt nicht gelohnt. Ich dachte, sie war mit Karl. Die haben uns damit selber draufgefallen. Digga, was ist denn das? Der kann das. Ja. Oh. Da wäre doch mal der ganze Körper noch mal mitgenommen. Oh, aber gut, dreh noch mal an. Weltklasse. Andrehen, sauber, alles auf dem Shirt. Einmal schnibbelt. Das ist nice. Oh, das ist doch dein Cutter. Hör mal auf, ihn zu hauen. Wieso trägst du eine Gucci-Brille und dein Cutter trägt Prada?
Kannst du meine Anmacht sehen? Sie ist schöner, jünger, geiler. Meine Kalle. Ich würde gar nicht irgendwie ein Eis nehmen, ich würde einfach nur ein Kinder Bueno nehmen. Habt ihr einfach mal für mich? Boah. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Was schmeckt das? Nach der Unglaublichkeit. Oh. Boah, lässig. Ey, ich weiß noch, vor allem ja auf Mykonos wollte mir Sidney das beibringen, ich hab's nicht gepackt. Mir war das irgendwie zu scuffed, so vom, mit Anlauf gesagt, und dann so. Ich sei wie ein Bruder für sie. Nennt mich immer Schatz und kuschelt mit mir, wenn sie drank ist. Kiwi Senpai, sofort raus. Raus, raus, raus. Also sofort, wenn sie dich Bro nennt und mit dir kuschelt, wenn sie drunk ist, raus. Das wird gar nichts zu gar nichts führen. Der war sick, Sidney. Warum kann er das? Nee. Oh! Smash! Bademode von Calvin Klein, die ist neu. Er hat weggedrückt. Was? Hä? Auf alles, ich kann gerade nicht. Ich will Familie. Happy Birthday, lieber Ikella! Happy Birthday to you! Oha, Amar, lass doch den kleinen Fußball spielen. Was ist Amar? Alter, Amar, was geht bei dir, hä? Der kleine Junge, das geht nicht. Es gibt ein Alter, das ist mir auch vor ein paar Jahren aufgefallen, dass ich auf dem Bolzplatz nicht der Beste war, weil mich die Erwachsenen spielen lassen haben. Das war mir aber dann Jahre später egal, als ich es realisiert habe, weil in dem Moment als Kind habe ich gelebt und ich habe mich so gefühlt, als ob ich mit den Erwachsenen auf einer Wellenlänge war und das hat mir sehr viel gegeben. Amar, ehrlich, wirklich geil. Übel Assi. Ich liebe Kinder. Ja, merkt man. Ey, das Mond, das Mond! Der Kalle hat das Event aber inhaliert. Mich würde es nicht wundern, wenn Kalle immer noch für zwei Wochen auf Malle bleibt. Ey, Jumpman, das schneiden wir auch auf. Yeah, Kalle, ehrlich, anders. Bravissimo! Schau mal, was. Die ist richtig gut. Wir sind muted, damit wir euch nicht nerven, aber wir sehen uns. Max? Riese Level 14 ist gefallen, 140 Kilogramm muss die Wiese gerade tragen. Ach komm. Aber wenigstens diesmal auf mehr Fläche und nicht so auf seinen zwei Beinen. Dicky, gleich Grillkäse, Dicky. Max. Max, wohin mit dir? Es ist schon spät in der Saison. Willie ist dennoch den weiten Weg von Carolina nach Virginia gefahren, um Tickle und den Laws mit ihrem neuen Brennplatz zu helfen. First of all, my name is Nicholas Woods von Sommer. We are in Mallorca, Palma de Playa, Megapark, muchas gracias, la importante partido, sino Christian Ronaldo. So, okay. At the moment, we make barbecue. Ah, that's the right word. We make barbecue for the guys, for the people over there. Elias 9, 79, 97. Alles falsch. Aber es gibt wirklich diese eine Serie auf D-Max. Da habe ich mich früher schon mal erwischt. Ich fand es immer kacke, dass... Weil die hatten solche Smoker, wo die 24 Stunden was in dem Smoker... Wo so ein Stück Fleisch im Smoker lag. Und eigentlich so dumm, dass man es auf D-Max geschaut hat. Weil nach 24 Stunden kam es raus, das Fleisch sah krass aus. Und du saßt daheim und du hattest gar nichts. So, dann hast du deine Mom gefragt, yo, so gibt's was zu essen? Klassische Antwort halt, kennt jeder so, ja, mach dir ein Brot oder so, ne? Over there also, Rowhead... Danny is here, crazy people, legend, and yeah, that's everything, so enjoy this, and we see us. Das Fleisch, so you see the chicken is very, very crispy. Okay, because okay. We like it, or what? Hello? Okay. Come on, Mike, wie geht's dir? Sag mal! Ey, Mann. Das geht an alle Leute, die Style und das Geld haben. Ja!
Das ist mein Albtraum. Das ist ehrlich, und ich weiß, da sind vielleicht nicht alle jetzt auf einer Wellenlänge mit mir und sind vielleicht sogar auch schockiert, dass du. Ist nicht einfach, ist nicht meins. Ist null meins. Es wäre mein absoluter Albtraum. Megapark. Würde ich mitmachen aus Spaß, wenn Jens auftritt mal für einen Abend. Aber wenn ich da so eine Jungsgruppe sehe, so ein Kegelverein, klassisch mit demselben Trikot und 7 Tage Megapark und voll rein hintereinander. Es ergibt sich gerade ein neuer Trend. Das ist Kalle Classic. Das ist Kalle Classic. Bist du stolz drauf? Ja. Wir werden gewinnen. Es wird hier festgehalten. Und dann, wenn das wieder rauskommt, werden sich alle denken, hä, woher wusste er, dass sie gewinnen? Alles kommt so. Und jetzt danach einblenden, wenn wir gewonnen haben, was Hartmann er gesagt hat. Meine Geburt. Aus Versehen direkt neben Megapark Hotel gebucht, Sarge. Alles das Gewinnerteam. Willi, Mickey, Gamo Brother, Anton, und jetzt geht's los. Das ist nicht Eldos. Auch nicht der Reason, der Fortnite Pro. Das ist. Es ist Eldos! Eldos, mein allerbester. Ich hab dich doch. Es ist W-Dos. Genau so sieht es aus. Was ist das denn? Die haben gesagt, XL ist das Größte. Die meinten, das wird mir schon passen. Ich habe gesagt, die ist doch viel zu kurz. Er meinten, nee, nee. Für kein Geld der Welt, für nichts hätte ich diese Hose angelassen im Stream. Auf gar... Das ist eine bodenlose Frechheit. Das Verhältnis zwischen Haut und Hose ist... Also, was ist das? Was ist das? Nehmen wir. Da rutscht das Ei gleich raus. Erdbeer, Banane, Bueno. Ich krieg einen Steifen davon. Wahrscheinlich. War Abu auch da? Und ist rot. Boah, nice. Ich weiß nicht, Chat, ich hab's noch nicht angeschaut, aber die Challenges waren geil. Ich glaube generell, dass der ganze Stream nice war. Ich glaube, das war eigentlich das Event im Sommer. So viele Streamer, viele coole Streamer auf einem Haufen auf Mallorca bei gutem Wetter in dem Haus. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr nice war. Oh, mit kann ich schwimmen? Ah, okay. Bro, wenn der Zufall es zugelassen hätte und an dem Abend wäre noch eine Knossi-Show im Megapark gewesen, ich glaube, die hätten alles abgerissen. Ich glaube auch, dann wäre nicht nur Rohat zu spät gekommen für den Flug, was ich noch gesehen habe. Ich glaube, dann wäre die gesamte Mannschaft nicht angetreten. Warum hast du das Ding da hinten kaputt gemacht? Ich habe das nicht kaputt gemacht, ich habe das da runtergeschmissen, Mann. Ja, ich habe auch nicht gemacht. Der Mann ist auf einem super Level. Ja, sehr. Leo Mascher war da. Ja, dann. Dann war natürlich auch ein Wunder, dass alle außer Ruhr den Flug bekommen haben. Ich bin heute Morgen irgendwann um 8:30, 8:30 oder so, bin ich auf in meinem Bad aufgewacht. Oh mein Gott. In meinem Bad aufgewacht. Ja, war super. Geil, Mann. Chat, danke für die Empfehlung. Ehrlich, danke für die Empfehlung. Es war ein super Vlog. 12 Minuten 52. War aber auch Grüße an den Cutter. War auch wirklich gut geschnitten. Warum ein bisschen durcheinander. Warst du nicht auf dem Event von ihm? Hat mir sehr gut gefallen. Wer auch immer sein Cutter ist. Dorian. Liebe Grüße gehen raus an Dorian. Man muss noch dazu sagen, ich war eingeladen von Eli und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Liebe Grüße gehen auch an Eli nochmal raus. Glückwunsch zu 1 Million. Glückwunsch generell zu dem ganzen Event. Hat aber auch natürlich was gekostet. Ich bin aus familiären Gründen einfach nur wegen den letzten Wochen, was alles passiert ist, so familiär bin ich nicht geflogen, weil ich nicht so weit von Stuttgart weg sein wollte. Und that's it so.